Herzlich willkommen bei Sailing Offline. Ich bin Thomas. Hier ist meine Offline, 37 Fuß Unabhängigkeit. 2020 bin ich an Krebs erkrankt. Wahrscheinlich konnte ich den Krebs diesmal besiegen. Aber mir ist klar geworden, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Frei nach dem Motto, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, bestellt die Kia dazu, habe ich meinen Job an den Nagel gehängt und bin aufs Boot gezogen. Das Ziel der Reise ist aber kein Ort, sondern ein Zustand. Komm an Bord und begleite mich auf meiner Reise. Sitting there on the edge, babe, knowing which way to lean. Jetzt ist Montag, der 19. glaube ich, sind heute so gegen 10 in Benal Madena wieder abgelegt und sind jetzt auf dem Weg nach Caleta del, ich gucke gleich mal nach, wie das Kaff heißt. Ist ein kleiner Fischerort, da soll es ein sehr schönes Fischrestaurant geben, da wollen wir nachher mal einkehren. Benal Madena kann man machen, muss man nicht, war jetzt nicht so geil, ist eigentlich ein bisschen so wie viele Trabantenstadt. Ins Nirvana haben die da eigentlich eine Ferienhaussiedlung gezimmert mit einem großen Yachthafen. Ja, wie gesagt, war jetzt, ich habe auch deswegen gar keine Bilder aus Benal Madena, weil er hat sich nicht gelohnt. Ne? Ja, und wie immer, Offline Sailing, der einzige Segelkanal, wo wir alles machen außer Segeln. Es ist natürlich kein Wind. Das ist, wir Motoren jetzt hier locker mal eben rüber nach. Ich gucke jetzt mal, ich bin sofort wieder da. Ich guck mal, wie dieser Ort heißt. Bin wieder da. Caleta de Velles heißt der Ort. Das ist, wir fahren jetzt an Malaga vorbei und kurz hinter Malaga kommt das dann. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil hier auf dem Mittelmeer hat es entweder kein Wind oder Sturm und so wie es jetzt momentan aussieht, wird es Donnerstag und Freitag hacken. Wie gesagt, heute ist Montag und ich habe bis Valencia, von da habe ich am 3. März einen Flug gebucht, jetzt noch ziemlich exakt 2 Wochen Zeit. Das sind aber jetzt noch 330 Meilen, das heißt, da kommen jetzt mehrere Fronten durch, mehrere Tage mit Starkwind und Sturm. Das wird jetzt schon knapp noch zu schaffen. Jetzt ist erstmal der Plan, Mittwoch wollen wir in Almerimar sein, dann wettern wir den Wind ab, den Sturm, und dann geht es wahrscheinlich Samstag weiter, aber Sonntag ist schon wieder Sturm. Also es ist alles nicht easy. Wir gucken mal, ob wir durchkommen. Im Zweifel muss ich mit dem Zug zum Flughafen fahren, dann parke ich die Offi woanders. Aber so ist halt Segeln, kannst du nichts planen, bist du immer aufs Wetter angewiesen, ey. Das müssen wir jetzt auch noch machen. Das ist die Transocean-Flagge. Wer das nicht weiß, Transocean, das ist eine deutsche Vereinigung von Langfahrtseglern, die sehr viel Support liefern. Also unter anderem gibt es ganz viele Häfen, in denen Transocean-Stationen sind. Da könnte ich zum Beispiel Ersatzteile hinliefern lassen oder ich bekomme Insider-Informationen. Dazu gibt es dann noch in vielen Marinas Ermäßigung für Transocean-Mitgliedern. Und es gibt dann Workshops im Winter, Zoom-Konferenzen, wo ganz viel über Blauwassersegeln referiert wird und Informationen weitergegeben werden. Also es ist echt ein toller Verein, insbesondere für Blauwassersegler. Und da ich mich mittlerweile als einer von denen fühle, bin ich diesem Verein natürlich beigetreten. Und deswegen darf die Offi jetzt mit Fug und Recht die Transocean-Flagge auf der Offi hier führen. Uwe, heißt das jetzt eigentlich Flagge oder Fahne? Flagge. Geht los! Ja, wehe im Wind! Das ist echt, hat ja gar nichts. Thank you.
Ja, an dieser Stelle vielleicht auch mal einen schönen Gruß an Bert Frisch von dem Transocean Verein. Eure Zoom-Konferenzen sind echt klasse und eine Bereicherung. Und ich verlinke das mal hier im Video für alle, die Blauwassersegler werden sollen, dass sie den Kontakt zu euch suchen und dem Verein beitreten und vielleicht an den Zoom-Konferenzen teilnehmen. Also bleibt dabei, macht diesen super Job weiter. Ihr seid eine echte Bereicherung und super Hilfe. Danke! Uwe, du als Salzbuckel, was glaubst du denn? Ist das jetzt eine Fahne oder Flagge? Ich würde sagen, das ist eine Flagge. Also es ist schwer. Ich hab das mal bei Wikipedia gegoogelt. Es gibt feine Unterschiede. Also bei Ländern sind es auf alle Fälle immer Flaggen. Und bei einem Vereinswimpel, glaube ich, kann man beides sagen. Da kann man Flagge oder Fahne sagen. Es gab mal eine sehr lustige Situation. Ich brauchte einen neuen Adenauer, also eine deutsche, neue deutsche Flagge. Und das war relativ am Anfang meiner Seglerkarriere. Und ich bin dann in diesen einen Laden gelaufen mit den drei Buchstaben, den es jetzt nicht mehr gibt. Bin zu dem Verkäufer gegangen. Wie gesagt, ich hatte echt noch keine Ahnung. Hab zu dem Verkäufer gesagt, guten Tag, haben Sie eine Fahne? Und der hat geantwortet mit, oh, riecht man das? Und dann grinst er und man dachte, sie meine Flagge. Ja gut, dann wusste ich es auch, es heißt wohl Flagge. Also jetzt weiß ich, das hat sich bei mir dauerhaft eingeprägt. Wenn ihr in den Laden geht und ihr braucht den Adenauer, sagt auf alle Fälle immer Flagge zu dem Ding, sonst habt ihr auch eine peinliche Szene, so wie ich. Ah. She was out there alone on the highway. She had a broken wing, she's trying to hang. And I was much too old to act on a feeling. But then again, I ain't never had someone to hold. I wrote songs for a mockingbird. Take them all, leave them, I know. Also es ist Sommer, das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, es ist kein Kind. Ja. Ich bin jetzt noch so ungefähr 5 Meilen bis Caleta de la Vera. Oder wie das heißt. Ja, vor uns sind jetzt noch Stellnetze, die müssen wir umfahren. Die sind aber gut betont. Und dann geht es in Enternflug da rein. Und ja, ich muss jetzt echt gucken. Also, die Prognosen sehen halt aus, dass wir von den 2 Wochen, die wir noch haben, ziemlich jeden zweiten Tag Starkwind haben werden. Das heißt, eigentlich habe ich noch 7 Tage, um die 230 Meilen ab Almerimar bis Valencia zu machen. Das ist machbar. Man kann natürlich auch mal einen langen Schlag machen oder so, aber ich weiß nicht, 15 Stunden am Stück Motoren oder 20. Ist jetzt nicht so verlockend. Ich muss gucken. Wenn alle Stricke reißen, ich meine, das ist halt Segeln. Das ist, man kann hier nichts planen. Also man kann natürlich viel planen, aber man darf nicht davon ausgehen, dass man es dann auch umsetzen kann. Das ist doch die Grundvoraussetzung, dass man immer die Flexibilität mitbringt, einen einmal gemachten Plan umzustoßen. Aber das ist eigentlich auch die Message des Kanals. Der Plan ist, keinen Plan zu haben. Und also ich muss am 3. März am Flughafen Valencia sein um 13.05 Uhr. Alles andere ist primär. Ha. Das kriege ich schon irgendwie hin. Also wenn es mit dem Schiff nicht schafft, dann parke ich das Ding vielleicht in Cartagena und fahre mit der Bahn zum Flughafen und nehme mir vielleicht noch ein Hotelzimmer in Valencia. Also es wird Lösungen geben. Ich habe jetzt keinen Bock, mich zu stressen und an irgendwas mit Gewalt zu ziehen, was da nicht will. Also von daher gehen wir jetzt mal ganz relaxed an. Ziel ist ja, hier runterzukommen und Spaß zu haben und nicht Stress zu finden. Naja, hier auch zu Hause bleiben können und arbeiten. Ne? Wie heißt das Kaff hier? Fragst du mich jetzt viel? Galetta del Dingenskirchens, ne? Fiul?
Was? Fuel? Fuel ist der Treibstoff, ja? Caleta de Velez. Caleta de Velez, ja. Caleta de Velez. Gestern noch ein lustiger Abend geworden. Wir waren in der Bar Pensionista. Tja, Pensionista, das ist das gleiche wie in Deutschland. Das ist eine Tapas-Bar für Pensionäre, Rentner, also für alte Menschen, so wie Uwe und mich. Wir sind da hingestratzt. Ich weiß gar nicht, ob das besonders kleine Tapas sein sollten oder Seniorenteller. Wir waren jedenfalls da und es war lustig gewesen. Ja, sehr lustig. Wir sind jetzt in der Bar Pensionista. Das ist eine Bar für ältere Menschen. Es gibt hier vermutlich Seniorenteller. Es gibt aber keine Karte. Ich war gerade mit dem Betreiber des Ladens, der ist bei 25, vermutlich gestrandeter Zivildienstleistender, in der Küche. Und dann haben wir im Kühlschrank zusammen geguckt, was der uns so zu essen machen möchte. Wir sind sehr aufgeregt. Also, Vorspeise ist schon mal ganz gut. Ja. Oliven und Dos Cerveza. Uwe ist auch schon ein bisschen angegast. Sensationell. Echt total geil. Uwe, hast du es dir so schön vorgestellt? Nee, so krass. Ist schon im Leben nicht, ne? Und du gerade in der Küche erstmal geguckt, was im Kühlschrank ist. Ne? Sensationell. Hab ich auch noch nie gesehen. Komm mal rein, lies noch und das noch. Ey, klasse. Ist halt so, wenn es keine Karte gibt, dann macht man das selber hier. Uwe, was sagst du denn zur Bar Pensionista, der Laden für ältere Herren? Ja, das ist genau das Richtige für uns. Ich habe vorhin meinen Rentnerausweis vorgezeigt. Ja, war das alles kein Problem mehr. Dann haben die sogar den von der deutschen Rentenversicherung akzeptiert. Ist das Essen auf Krankenschein? Ja, ist jedenfalls ein lustiges Event hier, ne? Super. Und das Gute ist, Knoblauch ohne Ende. Läuft. Thomas. Ja? Ohne mich wärst du hier nicht reingekommen. Hätte ich meinen Rentnerausweis nicht dabei gehabt, ja, dann wäre ich Sense gewesen. Dann säß ich hier allein. Das war immer so klasse. Und im Hintergrund immer der Sterne. Also es ist so, wir sind auch die einzigen Gäste im Pensionista. Vermutlich sind die anderen Gäste im Laufe des Abends verstorben. Und dieser junge 25-jährige Zivildienstleister, der den Laden hier bedient, hat gerade die Rollos runtergelassen. Damit wir in Ruhe eine rauchen können. Uwe auch im Laden rauchen. Also in Spanien ist absolutes Rauchverbot in Kneipen. Aber wenn die Rollos runter sind, ist das geschlossene Gesellschaft. Und es gibt hier wieder mit Schnäpse und ich glaube, ich muss es echt mal nach Hause, sonst wird das hier ein ganz übles Ende nehmen. Puh, alter Schwede. Also, Bar, Tapas, Bar Pensionista, kannst du machen. Wir hatten jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten 16 Tapas, 4 große Bier
7 Schnäpse hat gekostet 20,70 Euro. 20,70 Euro. Sensationell. 20,70 Euro. 25 Euro auf dem Tisch. Uwe hat 5 Euro Trinkgeld gegeben und der Typ war völlig platt gewesen. Oh, alter Schwede. Ja, ist schon. Also wenn man jetzt einfach mal überlegt, Heizkosten in Deutschland plus die günstigen Gastronomiepreise. Ich glaube, dieser Urlaub hier ist umsonst. Das ist kostenneutral, in Spanien zu leben.